So, endlich mal wieder ein neues Video. Heute stelle ich euch diese Edition von den beiden Filmen Guns vor. Genau, es handelt sich hier um diese Special Fan Edition und beinhaltet eben die beiden Guns-Filme Spiel um dein Leben und die ultimative Antwort. Ja, es sind drei DVDs drin, zwei Blu-rays, 48-seitiges Booklet und drei Postkarten. Ja, das hier vorne, das ist nur so zum Reinlegen quasi, beziehungsweise zum Umschutz des Ganzen. Ja, hier ist halt Beschreibung dabei der Filme. Hier ist eine Limitierungsnummer. Die 3588 steht leider nicht dabei, auf wie viele die limitiert ist, aber war wohl ordentlich, denn die Edition gibt es nach wie vor noch und gab es jetzt ganz günstig bei Amazon für circa 10 €. Ja, hier Sprachfassungen Deutsch und Japanisch, handelt sich eben um japanische Live-Action-Filme. Die haben ja immer den Hang dazu, in so ein absolutes Trash-Festival auszuarten irgendwie. Wenn ich mich da an die Death Note-Filme erinnere. Ja, ganz schlimm. Die sind purer Trash, werden dem Anime überhaupt nicht gerecht. Bei Guns ist das jetzt ganz anders. Kleines Wortspiel. Nee, ist wirklich gut geworden. Ich kenne aber halt auch die Manga- und Anime-Vorlage nicht. Deswegen bin ich da wahrscheinlich nicht so voreingenommen und vergleiche nicht so. Das ist mir halt bei Death Note sehr aufgefallen, dass ich da immer direkt Vergleiche angestellt habe und dann konnte es quasi nur verlieren. Ja, hier haben wir erstmal den Film auf DVD. Und nochmal. Genau, hier ist der andere Film auf DVD. Und hier eine Bonus-DVD mit Making-of-Gedöns. Dann haben wir hier einen Booklet-Anteil. Genau, hier ist dann auch alles begann mit dem Manga. Ja, ist ganz interessant geschrieben. Drückt einfach immer Stopp, wenn ihr was lesen wollt, beziehungsweise Pause. Ja. Also die Filme gefallen mir gut. Wie gesagt, ich kenne die Anime- und Manga-Vorlage nicht. Die sind schön ruhig. Es geht halt um Menschen, die eigentlich tot sind. Die werden in so einen Raum gebeamt mit einer schwarzen Kugel, die eben Guns heißt, und die schickt die dann quasi immer los auf die Jagd nach so Aliens. Ja, warum das so ist, welchen Sinn und so, das verraten die Filme nicht. Also, dass der zweite Film die ultimative Antwort heißt, ist ein schlechter Scherz, denn es gibt null Antworten, nur 1000 Fragen. Aber es ist wohl so, dass auch der Manga das nicht beantwortet. Was schade ist, weil eigentlich ist die Prämisse ziemlich cool. Denn Guns hat so ein Punktesystem. Wenn du gut bist in diesem Kampf gegen die Aliens, kriegst du eine Punktebewertung und ab 100 Punkten kannst du entweder zurückgeschickt werden in die normale Welt, als vollständig Lebender dann wieder. Oder ja, kannst entweder jemanden wiederholen, der während der Mission gestorben ist, quasi. Die beiden Möglichkeiten hast du, sobald du 100 Punkte hast. Ja, die Schauspieler sind eigentlich ganz okay. Und wie gesagt, die Spezialeffekte sind halt echt top. Also richtig coole Effekte dabei, die sich jetzt auch vor Hollywood nicht verstecken müssen. Ja, die Charakterzeichnung ist halt ein Witz. Man erfährt eigentlich nie was zu den Charakteren und man wird halt reingeschmissen in dieses ganze System. Und die Filme gehen auch ein bisschen zu lang. Also den ersten fand ich noch ganz kurzweilig, der verging auch recht schnell. Der zweite geht halt noch länger, also 140 Minuten. Und dadurch, dass es halt nie häppchenweise, nicht mal häppchenweise Antworten gibt auf die ganzen Fragen, die aufgeworfen werden, nervt es dann irgendwann halt schon. Das muss man so sagen. Ja, hier ist dann noch ein Interview mit dem Regisseur, der meinte, dass in Japan der Film ab 12 freigegeben wurde, der erste. Was einfach krass ist, weil wie der Film beginnt, das ist ein reines Splatterfest, wo irgendwie hektoliterweise Blut spritzt. Das hat mich dann schon ziemlich verwundert. Naja, die Japaner sind da anscheinend großzügig, ja. Ja. Genau, das sind die Aliens, auf die die halt treffen. Aber wie gesagt, die Actionsequenzen sind eigentlich ziemlich cool.
Und ja, schönes Booklet. Hier ist dann noch ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Da sind dann noch drei Postkarten dabei mit so Designs, die wohl bemalt wurden, also nach einem Contest ausgewählt wurden. Stand vorne drauf. Hier hinten steht dann auch immer drauf, wer das eingeschickt hat. Aus Witzig Man, ein Eduardo P. So. Ja, aber es sind ganz coole Zeichnungen. Das ist quasi dieser Raum und da hinten ist diese schwarze Kugel. Augsburg war dabei jemand. Und hier nochmal der Hauptcharakter. Ist auch Hochglanz und ist nicht ganz so dünnes Papier. So, Zorneding, weiß ich nicht, wo das liegt. So, und dann haben wir hier eben nochmal die beiden Filme auf Blu-ray. Genau. Ja, also, ich fand für die 10 Euro, die ich da jetzt gelohnt habe, also konnte ich jetzt nichts falsch machen. Und dem ersten Film würde ich jetzt 7 von 10 geben, weil ich ihn wirklich kurzweilig fand. Und es da einen auch noch nicht so stört, dass man nicht so die Antworten kriegt, die man sich ständig stellt. Der zweite liefert halt dann keine und sinkt deswegen ein bisschen ab, weil er sich dann auch ziemlich zieht und ja, man sich ständig nur fragt, hä, warum, was, wieso? Das ist dann nochmal die Rückseite dieses schönen Digibooks oder Mediabook. Moment, würde man das jetzt Mediabook nennen? Ja, vermutlich schon. Okay, ja, dann danke fürs Anschauen. Ja, ich kann die Filme auf jeden Fall für ein Abendmahl empfehlen, als kurzweilige Zerstreuung und Unterhaltung. Aber erwartet eben Lost-mäßig keine Antworten auf die vielen Fragen. Okay, danke fürs Zuschauen und habt eine gute Zeit.